Hallo, hier sind wir jetzt schon bei der. Oh, welche ist es denn überhaupt? Hallo, hier sind wir mittlerweile bei der 5. Folge angelangt und ich hoffe, ihr seid noch dabei und findet das auch richtig gut. Gibt es sowas Ausführliches zum Armtraining? Lasst es mich wissen, ich glaube nicht, oder? Heute geht es rund um das Thema Wiederholungen. Ja, es gibt schon ein Einzelvideo zu den Wiederholungen, das findet ihr da. Aber jetzt rund um Armtraining und Wiederholung, denn die haben etwas Spezielles. Und das Spezielle ist einfach, dass wir die Arme in den meisten Fällen zweimal trainieren. Einmal mit den großen Muskeln, Rücken, Brust, bleibt nicht aus, ohne Bizeps, Trizeps. Und einmal noch wahrscheinlich gesondert. Und das gibt ein gewisses Extra für die Wiederholungen. Aber mehr dazu vom Gotti von vor 5 Jahren. Ich hoffe, es gefällt euch, bleibt dran. Außerdem reden wir auch über Muskelfasertypen, sehr interessant. Gehen wir einen Schritt weiter in der Ausarbeitung unseres Trainingsplanes und wir sprechen nun über die Wiederholungen. Die Wiederholungen sind ein ganz wichtiges Thema neben der Art der Übungen, die wir benutzen, wie viele Übungen, wie viele Sätze, den Umfang des Trainings damit quasi also bestimmen. Aber jetzt, die Wiederholungen sind eine maßgebliche Einheit, die noch für sich selbst steht. Denn hiermit kann ich eine ganze Menge unterschiedlich gestalten. Trainiere ich nur ganz extreme 1 bis 2 Wiederholungen, nehme ich vor allem an Kraft zu. Weniger an Masse, die Masse steigt ein wenig mit der Kraft, aber es ist nicht der Fokus auf die Hypertrophie gesetzt. Und mache ich etwas jenseits der 20 Wiederholungen, trainiere ich vor allem die Muskelausdauer, aber Zuwächse werden da noch viel unwahrscheinlicher. Ihr seht, die Wiederholungen sind ganz wichtig und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt rein, wieder die Individualität. Innerhalb eines gewissen Rahmens, nämlich den Rahmen, den ich auch gerade ungefähr abgesteckt habe, also zwischen 3, 4 Wiederholungen bis hin zu 15, 20 Wiederholungen, innerhalb dieses Spektrums kann es sein, dass ihr einen Muskel eher zur Hypertrophie reizt mit einer hohen oder mit einer niedrigen Wiederholungszahl im Gegensatz zu dem, was man euch entweder rät oder was bei einem anderen der Fall ist. Ein Beispiel von mir, meine Brust reagiert sehr gut auf Krafttraining zwischen 4 und 8 Wiederholungen. Während meine Arme viel auf mehr Wiederholungen oder auch mein Rücken auf mehr Wiederholungen reagiert. Und so ist es nicht nur eine individuelle Gestaltung von Person zu Person, sondern auch von Muskelgruppe zu Muskelgruppe. Und das bereichert uns natürlich jetzt wieder um einiges an Kopfschmerzen und Gedankenzerbrechen. Denn ihr müsst wirklich darauf achten. Auch an dieser Stelle kann ich wieder nur empfehlen, schreibt alles auf. Umso mehr ihr dokumentiert, desto eher werdet ihr Aufschluss darüber finden, was jetzt für euch und für die einzelnen Muskelgruppen die bessere Wiederholungszahl ist. Aber kommen wir jetzt zu den Wiederholungszahlen für die Arme. Für diejenigen von euch, die nun nach den ersten beiden Möglichkeiten, die ich ganz zu Anfang genannt habe, die Arme zweimal in der Woche trainieren, also nur die Arme trainieren oder die Arme trainieren und den Rest der Muskulatur nur im Haltemodus. Gerade für die ist es wichtig, viel an Wiederholungszahlen zu integrieren, ein breites Spektrum zu integrieren. Grundsätzlich kann ich euch dazu raten, immer Kontraste aufzubauen von den Hilfsmuskulaturen, sprich in diesem Fall eure Oberarme, zu den Hauptmuskulaturen. Und in diesem Fall wären die Hauptmuskulaturen dazu Brust und Rücken. Habt ihr also nach Möglichkeit 2 und 3, das heißt, ihr trainiert euren Körper noch weiterhin mit, entweder im Haltemodus oder immer noch im gezielten Reizsetzungsmodus, also normales Bodybuilding weiterhin machen, leistungsorientiert. Wenn ihr in diesen beiden Möglichkeiten trainiert, solltet ihr die Arme so trainieren, dass sie einen Wiederholungskontrast zu dem bieten, was ihr mit den großen Muskulaturen macht. Sprich, wenn ihr die großen Muskulaturen, wie im Normalfall üblich, mit im Hypertrophie- bis Kraftbereich trainiert, also zwischen 6 und 12 Wiederholungen, kann es nicht schaden, wenn ihr die Arme einzeln trainiert, dass ihr dann mit den Wiederholungen hochgeht. Einfach, um den Armen einen anderen Reiz zu geben. Denn den einen sind sie schon gewohnt. Wir haben die quasi einmal in der Woche ja schon trainiert mit den 6 bis 12 Wiederholungen. Ein anderes Mal könnten wir jetzt einen Kontrast dazu bieten und damit wieder den Arm ein wenig fordern. Also, wenn ich den Rücken trainiert habe zwischen 6 und 10 Wiederholungen in den meisten Übungen, wo der Bizeps mitarbeiten muss und das geht komplett auf den Bizeps, dann werde ich mein Bizeps-Training danach, wo ich den Bizeps isoliert trainiere, zwischen 10 und 20 Wiederholungen absolvieren. Trainiert ihr zweimal in der Woche die Arme, würde ich auch da einen Kontrast einbauen. Trainiert einmal mit mehr Wiederholungen und einmal meinetwegen im Kraftbereich. Orientiert euch also möglichst an den anderen Trainingstagen, wo der Arm mittrainiert wird oder komplett trainiert wird, um ein möglichst breites Spektrum auszufüllen. Eine Sache müssen wir uns mal vor Augen halten. Wenn ihr zum Beispiel am Rückentag den Latissimus trainiert und über 100 Kilo zieht, ob beim bilateralen Training sogar vielleicht nur mit einem Arm oder mit beiden, dann
zieht dieser große Muskel und noch sogar mehr Anteile im Rücken. Das heißt im Prinzip, was ihr hier seht, diese ganze Seite zieht das Gewicht nach unten. Aber das gleiche Gewicht muss auch dieser im Vergleich furchtbar kleine Muskel bewältigen, indem nämlich der Unterarm sich dem Oberarm nähert. Das heißt, das, was wir dieser riesigen Muskulatur zumuten, zumuten wir auch gleichzeitig unserem Bizeps zu. Und damit trainieren wir ihn vollständig mit. Der Trizeps ist nicht ganz so stark beteiligt beim Brusttraining wie der Bizeps beim Rückentraining. Das liegt vor allem daran, dass wir mehr Rückenübungen haben, wo der Bizeps generell beteiligt ist. Und wir bei der Brust auch viele Isolationsübungen haben, fliegende Butterfly und so weiter, wo der Trizeps nicht beteiligt ist. Außerdem müssen wir noch einen Aspekt der Armmuskulatur und wie sie aufgebaut ist, wie sie quasi genetisch von uns aufgebaut ist, mit einbeziehen. Die Armmuskulatur, Bizeps und Trizeps, gehören zu den kleinen Muskulaturen am Körper und auch zu den Muskulaturen, die im Alltag wesentlich öfters integriert werden. Das liegt nicht nur daran, dass sie auch im Gegensatz zu Brust und Rücken Hilfsmuskulaturen sind, denn die Brust ist für nichts Hilfsmuskulatur. Die wird entweder trainiert oder eben nicht trainiert, die ist aber nirgendwo noch beteiligt. Während der Bizeps und Trizeps bei Schultern, Brust, Rücken beteiligt sind und im Alltag vor allem wesentlich öfters beteiligt sind, selbst bei nicht trainierenden Menschen. Also Tante Emma, wenn die mit ihren Aldi-Tüten ankommt, benutzt den Bizeps, um diese Tüten zu halten. Der wird dabei ein wenig aktiviert. Genauso wie natürlich die Schultern, wenn man generell irgendwas in der Hand hat. Das Ganze passiert viel weniger bei der Brust und etwas weniger beim Rücken. Das bedeutet, grundsätzlich sind unsere Arme, unsere kleinen Muskulaturen und unsere Hilfsmuskulaturen mit ein wenig mehr Ausdauerleistung geprägt. Das über Jahrzehnte und Jahrhunderte, genetisch und evolutionär bedingt, weil eben das im Alltag stattfindet, aber natürlich auch für uns. Denn unser Bizeps ist, wenn wir normal trainieren, ja, wie schon gesagt, bei anderen Übungen auch beteiligt. Jedes Mal, wenn ihr Hanteln raushebt, selbst wenn ihr damit dann anschließend Ausfallschritte macht, ist der Bizeps beteiligt. Mit anderen Worten, wir haben hier sowieso mehr Ausdauer. Und es gibt zwei groß unterschiedliche Arten von Muskelfasern. Wir haben die Muskelfasern von Typ 1, die langsam kontrahierenden Muskelfasern, die vor allem eine hohe Ausdauer haben. Das bedeutet, diese sind nicht für große Kraftleistungen da, schaffen es aber, den Muskel über eine längere Zeit zu kontrahieren und regenerieren sich auch dementsprechend etwas schneller. Die Muskelfasern von Typ 2, die schnell kontrahieren, das sind die, die vor allem für große Kraftleistungen, für explosionsartige Kraftschübe da sind. Diese regenerieren sich etwas langsamer, aber können eben wesentlich mehr Gewicht bewältigen und Stärke generieren. Wir alle haben eine genetisch individuelle Verteilung von Typ 1 und Typ 2 Fasern. Diese ist bedingt durch nun mal auch verschiedene Arten von Menschen, verschiedene ethnische Vorprägungen gibt es dort, aber natürlich auch ganz individuelle. Die Verteilung darf man sich nicht so vorstellen, dass sie 90 zu 10 oder 10 zu 90 oder sonst irgendetwas ist. Meistens sind es minimale Unterschiede zwischen 60% und 40% Verteilung. Aber vor allem haben wir eine Tendenz zu den Typ 1 Muskelfasern in den Muskeln, die natürlich sehr oft im Alltag benutzt werden. Und das eben schon seit langer Zeit. Also, Waden, der Nacken, die Schulter, Bizeps und Trizeps haben vor allem eine Tendenz dazu, dass dort eine größere Ansammlung von Typ 1 Muskelfasern sind, während Brust, großer Teil des Rückens, mehr Typ 2 Muskelfasern in sich tragen. Für uns bedeutet das, auf das Training angewendet, dass wir wahrscheinlich mehr Erfolge haben werden, wenn wir mit mehr Wiederholungen, also den Typ 1 der Muskelfasern, stimulieren. Außerdem haben wir noch ein paar andere Vorteile, wenn wir auf mehr Wiederholungen bei den Hilfsmuskeln gehen. Zum einen, ganz wichtig, eine Verletzungsprophylaxe. Wenn wir den Bizeps, wie schon erwähnt, so oft beteiligt haben und das sogar mit solchen Gewichten, bei Klimmzügen, beim Rudern, nehmen wir starke Gewichte. Das heißt, wir beanspruchen auch die Gelenke und die Bizepssehne, ganz wichtiger Teil davon, so unglaublich stark. Die Muskeln erholen sich am schnellsten, aber Sehnen- und Gelenkapparat brauchen ein wenig länger für die Erholung. Und wenn wir denen jetzt sogar 2 bis 3 Mal in der Woche solche Gewichte zumuten, kann es sein, dass wir die irgendwann überlasten und dass es sogar zu Verletzungen kommt. Oder auch chronischen Entzündungen, Erkrankungen, und die werfen euch dann natürlich weit zurück. Das wollen wir verhindern. Und indem ihr einfach die Gewichte rausnehmt und dann mit mehr Wiederholungen trainiert, erreicht ihr dieses Ziel.
Haben wir also schon einmal der Sehne und den Gelenken eine starke Belastung zugefügt, beim zweiten Mal machen wir das dann mit mehr Wiederholungen und die Gewichte gehen nicht mehr so in die Höhe. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei und nicht nur der Kontrastaspekt. Der häufigste Fehler, gerade beim Armtraining und beim Schultertraining, also bei den kleinen Muskulaturen, ist ein zu hohes Volumen und zu viel Intensität. Die meisten haben tatsächlich den Drang, die kleinen Muskulaturen mit viel zu viel Sätzen, Trainingsumfang, Wiederholungen zu bombardieren. Warum sie dazu neigen? Gut, dafür mag es mehrere Gründe geben. Zum einen erschöpft es allgemein nicht so sehr. Wenn wir auch nur 3 Sätze richtige Kniebeugen machen oder Kreuzheben, ist das zentrale Nervensystem, sprich unser ganzer Körper, meistens so erschöpft, dass wir uns am liebsten direkt hinlegen möchten und das nach nur 3 Sätzen. Während dem Bizeps, diesem kleinen Muskel, der reißt uns nicht so weit mit. Davon können wir 10, 20 Sätze machen, bis zum Schluss gehen und trotzdem gehen wir noch aufrecht aus dem Studio. Das führt meistens zu der Neigung bei den meisten Leuten, dass sie da auch mehr entsprechend mehr bombardieren, weil sie denken, ich bin ja noch nicht erschöpft. Dabei im Prinzip ist der Muskel genauso erschöpft, aber allgemein spürt man die Erschöpfung nicht so sehr im Körper. Was wir dabei immer im Hinterkopf behalten müssen, ist die Größe des Muskels. Schaut euch, wie schon mehrmals erwähnt, diesen unheimlich kleinen Muskel mal an. Und jetzt bedenkt, dass die meisten Leute, die ihren Quadrizeps, also wirklich die Oberschenkelvorderseite, diesen gigantischen Muskel mit 9 Sätzen trainieren, dass sie die gleichen 9 Sätze oder sogar noch meistens viel mehr, 12 bis 15 Sätze, diesem kleinen Muskel zumuten. Und beides soll zum Wachstum angeregt werden. Da stimmt doch was nicht. Bedenkt immer die Größe des Muskels. Ihr müsst nicht viel tun. Das ist jetzt nur am Rande, denn da geht es mehr um die Sätze, die das Trainingsvolumen steigern, aber dementsprechend auch bei den Wiederholungen. Nur weil ihr jetzt zum Beispiel in ein Training geht mit mehr Wiederholungen, solltet ihr das nicht so weit ausfertigen, dass ihr auf einmal auch viel mehr Sätze macht, viel mehr Übungen macht und dass ihr nicht die Erschöpfung spürt. Geht immer bis zum Letzten, macht eure 6 bis 9 Sätze und das sollte eigentlich reichen für den gezielten Wachstumsreiz. Das war es jetzt auch schon, so viel zu den Wiederholungen. Wir haben noch ein paar Randbereiche hier erkundet, wie grundsätzlich die Satzanzahl und damit das Trainingsvolumen. Aber jeder von euch sollte jetzt ein wenig Aufschluss darüber haben, welchen Wiederholungsbereich er später wählen wird und welcher für unsere Arme gut ist. Grundsätzlich gilt es natürlich auch immer, testet es aus. Wie schon eingangs erwähnt, solltet ihr auch mal über 4 bis 6 Wochen für jede einzelne eurer Muskelgruppe testen, auf wie viel Wiederholung sie am besten reagiert mit Muskelwachstum, Kraftzuwächsen, Ausdauer und so weiter. Denn die üblichen Grenzen aus den Lehren, aus den Büchern verschieben sich individuell bei uns immer wieder. So, ich hoffe auch diese Episode hat euch gefallen und das war die letzte zum Aufwärmen. Jetzt wisst ihr so viel in der Theorie, aber jetzt wollen wir in die Praxis übergehen und die nächste Episode, das wird euch freuen, da geht's ins Studio. Und wir lernen alle möglichen Bizepsübungen kennen. Also da bleibt eigentlich nichts aus und ich erkläre ausführlich warum. Das wird auch eine ziemlich lange Episode, aber die geht ans Eisen. Da werdet ihr euch drauf freuen. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, damit ihr diese bloß nicht verpasst. Die Glocke natürlich auch. Und für Fragen, Anmerkungen, Kritik, was auch immer, alles in die Kommentare da unten und natürlich die Kurzkritik in der Form. Gerne auch beides. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.